Da wären wir also. Wir müssen in nicht diese Richtung, sondern in diese hier. Plätze. Let's go. Wir gehen erstmal zu dem markierten Ort, den ich hier grün markiert habe. Da ist noch ein kleiner Schatz zu heben. Was geht denn hier ab? Achso, hier unter der Erde waren Portale. Ich dachte schon, was haben wir denn hier übersehen? Da waren wir doch schon längst. Wen haben wir denn hier? Sind die zu schaffen? Ja, ich denke schon, ne? Level 34 zwar, aber... Wow, schon recht hart. Und tschüss. Komm her. Oh, boah, die hauen aber ganz schön drauf. Die sind schon nicht so schlecht. Warum wird mir die ganze Zeit Leben abgezogen? Stimmt, eben eine Kreatur. Okay, der scheint ein bisschen härter zu sein. Was Irinie. Jetzt, du Stück Dreck? Ja, was jetzt? Irinie, die habe ich noch nie gehört. Vielleicht sollten wir mal mit der Armbrust schießen. Wie wär's damit? Ja, komm mal her jetzt hier. Reicht langsam. Boah, Alter, die sind aber hart. So. Und tschüss. Harte Gegner, aber zu schaffen. Sehr gut. Das ist genau die Stärke, die ich benötige. Okay. Was war das denn hier für ein Vieh? Buch? Monsterspeichel Irinienauge. Haben wir schon mal gegen so einen gekämpft? Der schien mir sehr viel auszuhalten. Vielleicht kam mir das auch nur so vor. Ich hab doch keine Ahnung. So, hier müsste noch einer liegen. Da. Mutagen. Dann gehen wir doch hier mal entlang. Ah, guck mal hier. Kleine Artglyphe. Nikolas Vogels Labornotizbuch. Und ein Truhenschlüssel. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Nehme ich alles mit. Und das Labornotizbuch lesen wir selbstverständlich. Okay, Moment. Fragment von Nikolas Vogels Labornotizbuch. Ich habe die Eier bekommen. Sie haben ein Vermögen gekostet und es bleibt kaum noch genug Geld übrig, um die Miete für mein Labor zu bezahlen. Aber jetzt kann ich wirklich mit meiner Arbeit beginnen. Bald werde ich diesen Erbsenhirnen von Admiralen zeigen, dass die Zukunft der Kriegsführung den luftgestützten Armeen gehört. Die erste dieser Armeen wird meine Erfindung sein und stolz den Namen Redanische Luftwaffe tragen. Okay, krass. Was hat der denn vor? Sie sind geschlüpft. Noch nie habe ich so kleine und, ich wage es kaum zu sagen, so süße Harpien gesehen. Sie haben noch keine Brüste, doch ihre Köpfe sind so groß wie ihr Appetit. Mein Assistent hat bereits zwei Finger verloren. Oh. Gott. Der Älteste von Heddel eilte in unseren Turm, jammerte verzweifelt über eine Spinnenplage in seinem Dorf, bettelte uns um Hilfe an und trauerte über die Kinder und das Vieh, die von den Arachniden am stärksten gepiesackt werden. Eine Horde geistloser Fresser, die die andere frisst. Wie kann er es wagen, meine Arbeit an der Wunderwaffe mit solchen Banalitäten zu unterbrechen? Statt seines gewünschten Spinnengenozids bekam er eine Flasche mit arachnomorphen Pheromonen von mir. Das wird eine Überraschung geben. Aber sagt die Bauernregel nicht, Spinnen und Schlangen sorgen für ein glückliches Heim? Ich bin mir sicher, so etwas gehört zu haben. Unsere Finanzen sind beinahe völlig erschöpft. Ich muss wohl an die eiserne Reserve gehen, die ich vor Hubert in der obersten Etage des Turms versteckt habe. Das meiste Geld geht derzeit auf den Ankauf von Schweinefleisch drauf, das die Harpien in unglaublichen Mengen verschlingen. Wenn wir einen in eine redanische Rüstung stecken und bei Hofe präsentieren, vielleicht würde uns dann der König unterstützen? Nein, nein, nein. Das ganze Geschwader muss dabei sein, sonst wird Radovid das Projekt als Farce ansehen. Es scheint, als hätten unsere Harpien keinen Appetit mehr auf Schweinefleisch. Ich fand Fetzen von Huberts Kleidung in einem ihrer Käfige. Wäre ein großer Verlust.
Hubert hatte bereits beim Füttern 8 Finger an sie verloren, konnte nicht einmal mehr den Besenstiel halten. Oh Gott. Eine Katastrophe. Jemand hat alle Käfige geöffnet und die Harpien freigelassen. Ich bin mir sicher, dass ich sie im Gras vor dem Turm verendet vorfinden werde. Immerhin hat sie seit einer Woche niemand mehr gefüttert. Die habe ich erledigt. Und du wurdest auch erledigt, wie es aussieht. Durchsucht die Laborruine. Das ist interessant. Das ist cool. Mal gucken, was wir hier finden. Finden wir hier draußen noch irgendwas? Das sieht nicht danach aus. Der arme Hubert. 8 Finger verloren. Glaub's ja wohl nicht. Kein großer Verlust. Okay, hier kommen wir nicht hoch, oder was? Nein, hier kommen wir nur runter. Alright. Dann würde ich sagen, gehen wir hier runter. Na toll. Wow. Was zum Henker ist denn hier passiert? Wurden die gefüttert mit Menschen irgendwann, oder was? Oder haben die einfach... Alter. Das sind Berge. Berge von Menschenleichen. Hier in der Ecke auch. Um Himmels Willen. Die Harpien hat einen riesen Hunger, wie es aussieht. Wow. Einfach wow. Wer bist du denn? Rundrums Rechnungsbuch? Okay. Enthält hauptsächlich Berechnungen und Notizen, die die Verwaltung von Liegenschaften in Ochsenfurt, Novigrad und der umliegenden Region betreffen. In die Zeilen zwischen den Einträgen sind Kommentare gekritzelt. Ein Mann namens Nikolas Vogel kam in unser Büro und stellte sich als Biologe vor. Ich hatte von Anfang an ein schlechtes Gefühl bei ihm. Klein, dünn, gekrümmter Rücken, Brillengläser so dick wie Weinflaschen auf der Nase. Ich musste aber über alles hinweg lächeln. Denn er war bereit, eine Menge klingende Münzen für den Turm hinzublättern. Die ersten 3 Monatsmieten im Voraus. Der Eigentümer hatte zugestimmt. Was sollte ich da noch sagen? Aber ich war neugierig, was dieser Biologe anstellen wollte, dass er dafür einen ganzen Turm brauchen würde. Zuerst war er etwas wortkarg, doch dann sprudelte es aus ihm heraus, dass er Harpien züchten wollte. Harpien züchtet man nicht, rief ich aus, doch er entgegnete, dass er das bald ändern werde und dass seine gezähmten, im Turm aufgezogenen Harpien in Kriegszeit nützlich sein würden. Sicher, ich kann es schon vor mir sehen. Geflügelter Abschaum in redanischem Rot, die alle gleichzeitig abheben. Ganz ehrlich, so ein Mist habe ich noch nie gehört. So war ich rundrum heiße. Was für ein Name. Ein paar Seiten wurden herausgerissen. In ein paar wurde hineingepickt? Okay. Ihr Harpien, was habt ihr getan? Vogel ist mit der Miete im Rückstand. Hat die ersten 3 Monate im Voraus bezahlt und dann nichts mehr. Zwingt mich tatsächlich dazu, von meinem Stuhl aufzustehen und das Geld von ihm einzutreiben. Bin jetzt beim Turm. Keine Spur von irgendwelchen Harpien. Aber der Biologe ist hier. Nur leider tot. Irgendwas sehr Bösartiges muss sein Bauch aufgeschlitzt und seine Innereien im ganzen Raum verteilt haben. Doch das ist noch nicht das Schlimmste. Im Hinterzimmer der Werkstatt geht es in einen Keller, der mit angefressenen menschlichen Körpern gefüllt ist. Der Gestank des Todes ist unfassbar stark und füllt den ganzen Turm. Auf die Miete, die er mir schuldet, scheiße ich. Ich verschwinde von hier so schnell ich kann, bevor mich auch noch etwas erwischt. Und es hat dich erwischt. Du liegst hier. Oh, diese Menschenberge, Alter, das ist schon... Ja, aber das waren auch echt harte Harpien, muss ich sagen. Die waren echt krass. Die haben wir gerade so wegbekommen. So, Olive nehme ich mit. Alkoholtest und, ja, das Zeug auch. Ja, was haben wir denn da? Wasser und Starkbier. Ja, damit. Blondes und Wasser. Dörrobst. Brauchen wir nicht. So, komme ich jetzt hier? Ach, da ist noch eine Tür. Da ist noch eine Tür. Adelslinie des Nordens. Haben wir schon tausendfach gelesen. Lederbänder. Vielen Dank. Wo geht's denn jetzt hier hoch?
Der Wind heult. Ja, na klar. Ach, hier geht's ja noch weiter. Ach, hier. Entschuldigung. Gar nicht gesehen. Nein. Kommen wir da hoch? Na klar. Der gute Geraldo lässt sich doch nicht von einer kleinen zerbrochenen Treppe aufhalten. So, aber was werden wir hier finden? Hier ist noch ein Türchen. Alles zerstört. Nichts zu finden. Kommen wir hier hoch. Hier kommen wir hoch. Es geht immer weiter aufwärts. Aber irgendwann... Oh, doch, hier geht es doch noch weiter. Und es geht noch weiter hoch. Was? Hä, was werde ich denn jetzt hier oben finden? Nein. Eine Truhe. Eine Truhe. Neumondhosen. Schema Piroggen-Runenstein. Okay, Diamantstaub. Zwergenklinge. Ein paar Orennen. Da nehme ich alles mit. Und wir sind selbstverständlich überladen. Warum frage ich überhaupt? Jo, wir sind ganz oben. Wunderschöne Aussicht von hier. Wow. So, ich schmeiß erstmal wieder alles weg, was wir gerade aufgesammelt haben. Was ist denn mit der Hose los? Plus 15. What? Neumondhosen. Okay, die behalte ich. Weil wir müssen. Wir müssen die behalten. Es geht gar nicht anders. Was ist mit dem Schwert? Minus 33. Adios. Was haben wir noch bekommen? Die Zwergenklinge. Wow, die ist nicht schlecht. Die ist nicht schlecht. 965 wert, aber... Oh Gott, das ist... Ja, aber es ist irgendwie... Nee, brauche ich nicht. Hab hier bessere Schwerter. Die sind mehr wert. Die verkaufe ich ja eh. Das will ich nicht verkaufen. Die könnten wir verbessern. Verbessertes Bärenstahlschwert auf überlegenes Bärenstahlschwert. Wie wäre es denn damit? Sollte ich mir vielleicht mal einen Angriff nehmen, ne? Winterklinge. Ja, wollte ich eigentlich verkaufen, aber schmeiße ich weg. So, wir haben 212 wieder... Wir können wieder ein bisschen was tragen. Weiter geht's. So, dann müssen wir jetzt hier den ganzen Weg wieder zurück, oder was? Ist ja ätzend. Für das paar Zeugs, weißt du? Wobei, es war gar nicht so schlecht. War echt cooles Zeug dabei. So, kommen wir hier wieder runter? Können wir hier wieder runterrutschen? Ja, naja. So wirklich gerutscht sind wir jetzt nicht, aber ey. Letzte Vorbereitung. Was? Sprich mit Avalach. Da stand doch gerade noch, warte auf Tageseinbruch. Okay. Deswegen, ja, alles klar. Deswegen ändert sich das auch immer wieder. Ich verstehe, ich verstehe. So, haben wir eine kleine Quest hier miterledigt. Fand ich ganz cool. Versteckten Schatz haben wir auch gefunden. Was ist denn hier? Ich möchte erstmal hier, in den Süden. Wir müssen in den Süden. Genau in die entgegengesetzte Richtung, weil dort lauert ein Monstrum. So sagt man sich. So, hier. Einfach schnurstracks gen Süden. Dann dürften wir eigentlich finden, wonach wir suchen. Ich hoffe, dass wir fündig werden. Okay, hier sind wir richtig. Ich speichere mal gerade ab. Ich weiß nicht, was für ein Monster hier ist. Oder was für Gegner? Vielleicht ist es auch einfach nur so ein Banditennest. Oh ja, es sind Banditen. Komm her, Wichser! Ah. Hier! Oh, brenn! Okay. Die sind schon recht hart, aber die sind zu schaffen. Raubritter. Oh, der Hieb hat gesessen. Wow, das sind echt harte Gegner. Aber das gefällt mir ganz gut. Das ist echt mal herausfordernd. Komm her. Mist. Mist.
Oh, Alter, der mit seinem... Mit seinem langen Stab da, mit seiner Hellebarde oder was das ist. Okay, das war er. Und tschüss. Nein. Wow, das war knapp. Das reicht jetzt. Ja, das reicht tatsächlich. Tschüss. Okay, Level 30 sind wir jetzt. Wir sind Level 31. Das sollten wir aber alles hinbekommen hier, glaube ich. Notizen des Aufklärungskommandanten. Was? Haben wie von M angeordnet unser Lager in den Ruinen der Beobachtungstürme aufgeschlagen. Hoffentlich bleiben wir hier nicht lange. Randnotiz. Wichtig. Bren hat 200 Kronen beim Gewinn an mich verloren, aber hat kein Geld bei sich. Muss ihm das von seinem Anteil an der nächsten Beute abziehen. Verdammt langweilig hier. Sitzen hier jetzt seit 8 Tagen rum und nichts passiert. Abgesehen von einer Getreidekarawane, die haben wir überfallen und die Händler in Adams Kostüm davongejagt. Möge der Himmel geben, dass wir bald an einen interessanteren Ort verlegt werden. Und zwar schnell, denn hier werden aufgrund der Langeweile langsam alle verrückt. Ja, ich merke das schon. Beklaut ihr einfach irgendwelche Leute. Leere Flasche brauche ich nicht. Schwert des Ordens der Flammenrose. Wow. Das habe ich jetzt aber nur genommen, weil es sich echt interessant anhört. Was habt ihr hier für mich? Was? Der Bezwinger? Rüstung des Ordens der Flammenrose, Handschuhe des Ordens und Schema für ein Schwert? Wow. Das schaue ich mir an. Was sind das für Sachen? What the fuck? Alter. Alles ab Level 35. Mist, das können wir nicht wegschmeißen. Ich schmeiß den hier weg und den hier. Das Schwert hier. Plus 55. Wir haben jetzt ein Schema dazu, ne? Wir haben ein Schema dafür. Das schmeiße ich weg, weil Level 35, bis dahin haben wir ganz andere Sachen. Aber die beiden hier, die behalte ich. Die tue ich mal bei uns in die Kiste. Wobei, die brauchen auch 35, ne? Aber dafür haben wir kein Schema, leider. Ich muss hier irgendwie in eine Kiste tun. Ich hoffe, wir finden bald eine Kiste, die wir, also unsere Kiste, damit wir da alles reinpacken können. Schwert des Ordens. Gegrilltes Hühnerbrötchen nehme ich sehr gerne mit. So, und hast du auch noch was für uns? Einen kleinen Knüppel. So, Arenaria, okay. Was haben wir hier noch? Ah, ein bisschen Bier. Ausmachen. Nee, das möchte ich nicht. Haben wir im Zelt noch irgendwas? Nö. Sonst gibt es hier nichts mehr. Bis auf dich vielleicht? Nein. Und hier haben wir das Brötchen, ne? Ja, wow. Krasses Zeug auf jeden Fall. Nicht übel, Freunde. Nicht übel. Das hier können wir dann endlich und getrost abhaken. Ich bin gespannt, ob wir die anderen Sachen auch so gut hinbekommen. Ich werde aber erstmal eine Runde meditieren. Bis 21 Uhr. Genau 7 Minuten. Weiter geht's. Plötze. Komm her, mein Freund. Ich habe alles erledigt. Wir können weiterziehen. So. Was ist denn los? Achso. Da ist ein kleiner Hügel. Da springen wir noch glatt drüber. Okay. So, gleich sind wir am nächsten Fragezeichen. Hier waren wir tatsächlich noch nie. Weil ich ging davon aus, dass es alles zu schwer ist hier. Eine verlassene Stätte. Hedel. Okay. Was ist denn das da? Was seid ihr denn? Arachnuf. Alter. Wie ekelhaft seid ihr denn? Ich hasse Spinnen so sehr. Plötze, geh mal aus dem Weg. Okay. Interessant. Bleibt ja auch mal stehen.
Sag mal. Ach, jetzt greift die an, weißt du? Glaub's ja wohl nicht. Warte, warte, warte. Magische Falle? Gedankenbeeinflussung vielleicht? Ich probiere das mal aus. Wenn ich kann. Schmeckt dir das hin? Ah, das ist doch viel besser. Sag mal. Wir müssen die erstmal verlangsamen. Weil sonst kriegen wir die nicht weg. Der hat absolut gegessen. Au, der aber auch. Und tschüss. Okay. Gedankenbeeinflussung hat sehr geholfen. Alter, Spinnen hatten wir auch noch nicht, oder? Das ist das erste Mal, dass wir hier Spinnen finden. Nicht schlecht. Aber ich glaube, das ist dieses Dorf, was dieser Typ meinte in seinem Brief. Dieser Labortyp. Er hat doch gesagt, er hat hier irgendwelche... irgendwelches Zeug denen gegeben. Das hat doch 100 pro noch mehr Spinnen angezogen, oder? Gehe ich mal von aus. Alter, guck dir das mal an. Oh mein Gott. Können wir hier drüber laufen? Ja, ne? So, da hinten ist noch eine Spinne. Ah, eine gute Methode haben wir jetzt. Oh. Und dann müssen wir sie schnell erledigen. Dann geht das. Monster Heart Chitinpanzer. Okay. So, da ist noch einer. Ganz ruhig, mein Freund. Alles wird gut. Nein, nicht abhauen. Och, nee. Nicht gut. Nein. Okay, der hat gesessen. Und das war der letzte. Geil. Und jetzt kommen sie wieder, die Rambos. Oh, wir haben die Spinnen eigenhändig zerteilt. Jawohl. Verschwinden ja auch die ganzen Spinnweben. Wir werden es sehen. Hallo? Sieht auf jeden Fall danach aus. Geralt ist zufrieden. Sehr zufrieden. Und ich auch. 150 Erfahrungspunkte. Wow. Hier kriegen wir echt viel geboten, muss ich sagen. Natürlich, es ist ungerecht. Aber die Spinnen liegen hier noch rum. Kann man hier irgendwas machen? Hier ist nichts mehr, oder? Ich guck mal gerade hier in dem Haus. Na, Freunde. Na, Junge. Darf ich mal durch? Entschuldigung, ich will euch ausrauben. Hier ist nichts. Hier gibt's gar nichts zum Ausrauben. Warum gehe ich überhaupt raus? Aber Junge, willst du dich immer in meinen Weg stellen? Ich glaub's ja wohl nicht. So. Okay, wir haben die Stätte, die Verlassene, haben wir wieder eingenommen. Ach, hier gibt es noch einen Kräuterkundler, das ist mir eigentlich egal. Was ist denn hier am Ende? Am Ende des Dorfes? Das würde ich gerne wissen. Hui, was denn? Spinnen oder was? Nee, wir haben alle besiegt. Alle tot. Sag mal, Plätze, bleibst du noch mal stehen? Und Geralt, du auch? Was ist denn los wieder? So, wir müssen in diese Richtung. Wir folgen mal dem Weg. Ah, sieht doch schon. Das ist alles nicht mal ein Hundefimmel wert. Ein was? Ein Hundefimmel? Okay. So, was? Oh, huch. Oh mein Gott. Es geht wieder los. Wir sollten hier ganz schnell weg. Sag mal, plötzlich spinnst du. Okay, hier kommen wieder krassere Gegner, oder was? Bewachter Schatz. Von wem bewacht? Von Ghoulen, alles klar. Was jetzt, du Stück weg. Auch die kann man sehr gut miteinander mit dem Gedanken beeinflussen. Benebeln und dann bearbeiten. Aua. So nicht, mein Freund. Ganz hinten ist ein Ghoul.
Aber wie viele denn? Was ist das denn? Ein Alghul. Den sollte ich vernichten. Komm, 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 komm. Oh mein Gott. So, der nächste Ghoul. Der letzte Ghoul, glaube ich. So. Und tschüss. Alter. Giftextrakt, Ghoul, Blut. Also das sind die Gegner hier. Da kriegen wir einiges an Erfahrungspunkte, kann das sein? Wir sind Level 32. Hab ich gar nicht mitbekommen. Geil. Sehr gut. Aber diese Krabbspinnen, wo sind die? Die waren zu hoch für uns. Da unten irgendwo, ne? Oh mein Gott. Lässt du bitte Plätze in Ruhe? Lass Plätze in Ruhe. So. Ja, ich trau mich ja was. Er kommt ja aber nicht hoch, oder? Er kommt ja nicht hoch. Das kriegt er gar nicht hin. Giftextrakt, Ghoulblut, danke sehr. Du kommst ja gar nicht hoch, du Idiot. Ich kann dich von hier eigentlich bearbeiten. Okay, das wird 100 Jahre dauern. Scheiß drauf. Was war das denn hier? Ach, Fackeln. Nein, 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 ich will gar nicht gegen den kämpfen. Der ist mir zu hart. So, das nehme ich mit. Da hinten liegt noch was. Irgendwo. Irgendwo, irgendwie. Irgendwann. Wo denn? Ach, da. Dann gehen wir doch mal hier rein. Kommen wir hier rein? Ist das zu? Es ist offen. Nein. Fackel. Please, danke. Kann man nicht hier als Grabräuber erweisen. Anzünden möchte ich jetzt hier nichts. Die Kiste aber. Neumond-Handschuhe. Bernsteinstaub. Runensteine. Eine Pionierhose. Stahlblech, Schweinehaut, Floren. Alter, wir finden hier in letzter Zeit Zeugs. Das ist ja Silberplatte. Danke. Das ist ja unfassbar. Eine silberne Smaragdkette. Ha. Okay, hier ist gar nichts drin. Und hier ist auch nichts drin gewesen. Schön. Also ich muss schon sagen, wir kriegen hier Zeugs. Das hat sich ganz schön gelohnt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay. Wir könnten jetzt hier die Dinger auch noch machen. Ja, sollten wir eigentlich, ne? Wir machen jetzt die ganzen Fragezeichen hier. Die sind zwar etwas schwerer. Das merke ich auch selber. Das ist mir klar, aber... Wobei, was ich zuerst machen würde, ist unser Schwert etwas verbessern. Ich bin mir sicher, wir können uns jetzt ein überlegenes Bärenstahlschwert besorgen. Und das sollten wir vielleicht tun. Oh, um Gottes Willen. Plötze. Es tut mir leid. Ich hau ab. Die Krabbspinne ist mir zu hart. Plötze, komm her. Plötze. Plötze. Alter, Plötze. Ich glaub's ja wohl nicht, Mann. Nein, hau ab, Mann. Ich hab jetzt keinen Bock auf den. Mann, Plötze, ey. Alter, du gehst mir manchmal auf die Eier. Das ist ja unfassbar. So, ich wollte doch nur abbauen. Ich will doch nur abbauen. Ich will gar nicht gegen diese Krabbspinne kämpfen. Okay, Kräuterkundler ist mir egal. Komm schon. Ich will hier lang. Ich gehe meinen. Ja, ich gehe doch auch meinen Weg. Ich weiß nicht mehr, wer du bist. Ich werde Schlachter, wenn ich groß bin. Das ist schön. Gegen wen willst du jetzt kämpfen? Hä? Keine Ahnung. Wir nehmen jetzt erstmal das Ding hier. Und dann, für Waffen, das war in Novigrad. In Novigrad, der gute Hattori, hier. Da müssen wir hin, Hafentor. Und dann schauen wir uns das mal an, ob er uns was Gutes bauen kann, basteln kann. Ich hoffe doch sehr.
Ich hoffe doch sehr, dass er uns da weiterhilft. Und zu unserer Kiste. Ja, 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 ja. Wir müssen zu unserer Kiste. Ganz dringend. Ganz, ganz dringend müssen wir dorthin. Ich überlege gerade, ob wir direkt zu unserer Kiste gehen, aber nein, ich will erstmal zum Hattori. Hattori! Na, immer. Ich bin alles so leid. Darf ich mal hier durch? Entschuldigung. Was? Okay, die kann nicht mehr, das ist okay. Das stört mich nicht. So, Hattori, bist du hier ums Eck? Knüppelst du immer noch auf deinen Amboss ein? Ja. So. Grüß dich, Ape Herr. Grüß dich, Geralt. Was kann ich für dich tun? Pass mal auf. Du musst mir nämlich was anfertigen. Würdest du wohl etwas für mich anfertigen? So, er ist Meister. Es gibt auch Großmeister. Das habe ich hier in der Mitte gelesen. Gegenstände müssen auf Großmeisterstufe verbessert werden, um Boni freizuschalten. Ich habe, glaube ich, noch keinen gefunden. Kein Großmeister. Deswegen, ja, ist das nicht möglich. Ganz einfach. So, ich schau mal erst hier. Meisterlich gefertigtes Silberschwert. Das brauchen wir nicht. Meist ist zwar meisterlich, aber hey, das ist super schlecht. Okay, verbessertes Bärensilberschwert. Dafür brauchen wir ein Bärensilberschwert. Das haben wir aber schon. Ich brauche das Überlegene. Und dafür brauchen wir Albedo. Was zum Henker ist Albedo? Du willst mich doch verarschen. Ich kann das auch hier nicht kaufen. Scheiße. Das war ja voll der Fail. Stahlwaffe vielleicht? Wobei, Moment. Silberschwert. Was kann ich denn hier machen? Wir sind Level 32. Kriegen wir irgendwas für 32? Oh, Heuler. Okay, wow. Wir könnten Heuler machen. Ich guck mal, ob wir noch was anderes hinbekommen. Vielleicht für Level 32 oder 31? Überlegenes Bärensilberschwert. Alter, das hätte ich gern. Das ist mega. Irgendwann. Aber vielleicht können wir in der Zeit einfach Heuler nutzen. Wie wär's damit? Einfach gemacht. Hey, was soll's? Haben wir jetzt eine coole Stahlwaffe jetzt bekommen. Silberwaffe war das, glaube ich, ne? Ja. So, Stahlwaffe. Was können wir denn hier machen? Elfenstahlschwert. Okay, jo. Ich gucke erstmal, ob wir hier... Hexenjägerschwert, auch nicht schlecht. Ob wir vielleicht unser Bärenstahlschwert verbessern können. Meisterlich, da sind wir noch nicht. Wir haben das Verbesserte, glaube ich. Das Verbesserte haben wir. Können wir das Überlegene? Oh, können wir? Ja, bitte. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall zwei neue Schwerter bekommen. Sehr gut. Ja, das war's eigentlich schon. Ich repariere noch gerade alles. Alles reparieren, jawohl. Klinge, ist mir egal. Das tue ich gleich alles in meine Kiste. Und das verkaufe ich gleich. Wenn wir schon hier sind. Ja, Moment. Handeln. Wir handeln hier nochmal ganz kurz, ja? So, mein Freund. Guck mal hier. Wir haben Heuler. Den wollen wir aber behalten. Das wollen wir auch behalten. Den möchte ich aber gerne abgeben. Der Bezwinger. Der hat 11.000. Alter, Hattori, was machst du denn? Wenn wir was verkaufen wollen, immer zu Hattori. Der Bezwinger kann weg. Klinge von Teotihuacan, weg. Neumondhandschuh plus 19. Okay, das kann auch weg. So, das... Alter, das sind echt krasse Sachen. Echt krasse Sachen, die wir hier haben. Ich lege erstmal die Rüstung an. Leb wohl. Die Waffen an. Entschuldigung. Die Waffen lege ich an. Und dann verkaufe ich die Waffen, die wir haben. Gewinne würde ich verkaufen und... ach so. Nein, das möchte ich doch nicht verkaufen. So scheiße. Aber das Anlegen. Heule anlegen. Dann überlegenes Bärenstahlschwert anlegen. Ja, Gewinn hier kann ich verkaufen. Das hier natürlich nicht. Ja, den verkaufen wir. Wir haben coole Sachen. Echt coole Sachen bekommen.
Sehr geil. Hey, Moment, Hattori. Moment, mal nicht weglaufen, mein Freund. Grüß dich, Ape Herr. Grüß dich, Geralt. Was kann ich für dich tun? So. Und zwar, guck mal hier. Was hast du denn im Angebot? Ich möchte dir was verkaufen, und zwar Gewinn hier. Den hier. Für 500. Geil. Ja, haben wir gemacht. So. Leb wohl. Bis dann. Und jetzt ab zu unserer Kiste. Wo ist sie nochmal? Da ist unsere Kiste. Oh, da ist aber auch eine Quest. Shit, ich hoffe, wir triggern nicht die Quest. Schau mal hier drin. Hallo Freunde der Sonne, falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und falls ihr weitere Spielwünsche habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde sie auch höchstwahrscheinlich spielen. Sollte euch der Kanal gefallen, dann abonniert ihn. Ich würde mich sehr freuen und meine Eule freut sich auch. Also bis dann. Adios, amigos.